Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich spiele Grim Guardians Demon Purge. Weil dieses Spiel einen wunderschönen Zweispieler-Koop-Modus hat, bin ich nicht alleine, sondern habe mal wieder meinen Bruder Sparrix an meiner Seite. Hallo, hallo, hallo. Ich bin sein Bruder Sparrix. Schön. So, Einleitung geglückt. Das Spiel wurde gemacht von IntiGrates und ist vor gar nicht allzu langer Zeit rausgekommen, 2023. Ich weiß nicht, wann ich das Let's Play hier fertig habe. IntiGrates, ich weiß gar nicht, ob du das auch wusstest, ich habe mich mal belesen. Die IntiGrates wurde ja gegründet von ehemaligen Mitgliedern von Capcom. Wusstest du das? Jetzt weiß ich es. Tatsächlich. Nice. Tatsächlich ist IntiGrates wohl bekannt für die Entwicklung diverser Mega Man-Spieler auch. Hey, wer hätte es gedacht? Nämlich unter anderem die Mega Man Zero und Mega Man ZX-Reihe. Und ihr, wie es so schön auf Wikipedia heißt, ihr Flagship. Wie spricht man es aus? Asia Striker Gunvolt und Galgun. Shit. Das ist nämlich auch von denen. Also Galgun wussten wir, haben wir uns schon, hast du mir gesagt, beim letzten Mal. Aber das Striker Gunvolt, Asia Striker Gunvolt von denen, das wusste ich nicht. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Und Gunvolt habe ich ja sehr gerne gespielt. Ist auch ein schönes Spiel, ich habe es noch nie durchgespielt. Jetzt sehe ich nebenbei... Ja, aus der Reihe. Es geht noch weiter, sehe ich gerade. Bloodstained Curse of the Moon ist auch von denen. Oh, also nicht zu verwechseln mit Ritual of the Night, sondern das Castlevania-artige Ding. Und Mighty No. 9 anscheinend auch. Ja, jede Firma hat ein Drecksgame. Es tut mir leid. So, dann haben wir jetzt, den ganzen Technikkram jetzt hinter uns. Oder auch noch nicht ganz. Grim Guardians, Demon Purge ist nämlich, ich habe es vorhin schon so halb angedeutet, ist auch ein Castlevania-like Game. Nicht zu verwechseln mit Metroidvania. Das ist also relativ von links nach rechts laufend. Ohne große Abzweige. Und ich glaube, wir starten es jetzt einfach. Ich habe lange genug gequatscht. Du bist bereit? Alles klar. Yes. Gut. Wir haben auch schon angefangen, wie man sieht. Und dann haben wir gesagt, ey, das Projekt ist cool. Lass es doch einfach mal spielen. Zusammen. Nein, wir fangen mittendrin wieder an. Ah, nein. Doch. Ah! Unsere 20 Minuten. Es tut mir so leid. Oh, ne. So, zwei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Veteran oder locker unbegrenzt viele Leben. Kein Rückschlag bei Schaden. Mit anderen Worten, eine sehr persönliche Erfahrung. Empfohlen für neue Spieler oder alle, die sich entspannen wollen. Wollen wir uns entspannen? Nein. Ich würde sagen, wir nehmen locker Veteran. Ja. Veteran, also klassisch im Prinzip. Begrenzte Anzahl Leben, Rückschlag bei Schaden etc. Schwierigkeitsgrad, der die alten Retro-Zeiten erinnert. Empfohlen für alle, die eine gewisse Herausforderung suchen. Das sind wir. Und es gibt auch nur die beiden. Noch. Ich kann mir vorstellen, dass es einen weiteren Schwierigkeitsgrad gibt nach dem Durchspielen. So, wir sind zu zweit. Und dann geht's auch schon los. Ach so, und ich versuche so ein bisschen vorzulesen. Ja. Ah, diese Schwestern kotzen mich an. Mir egal, ob ihr Dämonenjäger seid oder nicht. Niemand darf sich so in meine Angelegenheiten einmischen. Die können sich höllisch auf was gefasst machen, wenn wir uns wiedersehen. Hä? Die Tür ist da gerade von selbst aufgegangen. Ich mag übrigens den Pixel-Art. Ja, der Artstyle ist super. Nur um das mal zwischendurch reinzuhauen. Seltsam. An solche Räume in der Dämonenakademie kann ich mich nicht erinnern. Achso, und die Artworks an sich sind auch ganz nett. Der Spiegel ist riesig. So einen großen habe ich noch nie gesehen. That's what she said. Mit dem Y-Button, das finde ich eigentlich... Hallo? Mit ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Mit dem Y-Button, das finde ich ganz schön. Ich kann hier die Textbox ausblenden, um das ganze Artwork zu genießen. Finde ich eigentlich ganz cool. Was zur... Hölle! Shinobu bin ich, ne? Ich befürchte, ja. Okay. Es ist schon eine Weile her, dass wir in der Schule waren. Maya, bist du. Unser letztes Ziel hat sich ganz schön gewehrt. Hallo, 2023. Es darf sein, wer ich will. Oh, du killst mich. Ich bin eine Lady.
Es schadet nicht, vorsichtig zu sein, Maya, aber manchmal muss man aufs Ganze gehen. Du wolltest nur unbedingt Honi wiedersehen. Deine Offensive war total durcheinander. Hör auf zu mutmaßen. Ich kann dir versprechen, dass es nichts mit ihm zu tun hatte. Da fuck. Da fuck. Diese Präsenz kommt mir sehr bekannt vor. Und das ist einfach so Castlevania. Ich wollte gerade sagen, es schreit ja förmlich nach Castlevania. Ich find's so gut, ich find's gut. Das ist ein Witz, oder? Was ist mit unserer Schule passiert? Die Umgestaltung ist echt viel zu krass. Und es strömt jede Menge dunkle Energie heraus. Das muss das Werk eines Dämons sein. Es ist... Es ist, als wären wir direkt... Warum? Es ist, als wären wir direkt ins Schloss eines Dämons spaziert. Maya. Was ist? Ja. Ja. Yeah. Ausziehen. Woohoo. Oder umziehen. Wo der Dämon schreit, ist der Jäger nicht weit. Kamisono-Schwestern, los geht's. Booyah. Denn ich bin eine Lady. Ja, ich denke, bei mir ist der Zug abgefahren, um eine weibliche Stimme nachzuerlernen. Bei mir klappt's, oder wie? Kannst du da nicht irgendwie so eine AI drüber laufen lassen? Die gibt's ja auch jetzt für so Sprachsteuerung. Sag mir, mit dem Schneideprogramm, das ich habe, gibt es zwar die Möglichkeit, die Stimme zu verstellen, aber das klingt unglaublich scheiße. Komplett hochpitchen. Ja, ich hab's schon ausprobiert. Geht nicht. Also geht wirklich nicht gut. Hier ein Eindruck. Gruselig ist gar kein Ausdruck für diesen Ort. So, wir haben es jetzt nicht gehört, aber ihr, Zuschauer, Zuhörer, werdet es gehört haben. Es klingt scheiße, das mache ich nicht nochmal. Ich würde es mit diesem Dämonenreich vergleichen. Mit dem Dämonenreich, ich kann nicht lesen. Ich auch nicht. Ich kann weder sprechen noch lesen. Müssen wir auch nicht, wir müssen nur kämpfen. Mir kommt die Landschaft aus einem der alten Bücher in der Bibliothek bekannt vor. Aber das war nur ausgedacht, oder? Kein Mensch hat jemals das Dämonenreich betreten. Die Bilder beruhten auf Informationen, die unsere Vorfahren einem gefangenen Dämon entlockt hatten. Das hier ist aber echt. Von sowas habe ich noch nie gehört. Geschweige denn es gesehen. Es liegt an uns, das zu untersuchen. Du hast recht. Legen wir los. Schlosstore. Party time. Ich kann mich nicht bewegen. Yeah. Du kannst dich nicht bewegen. Oh, das geht ich ja. Ich kann mich nicht bewegen. Weder mit Gamepad noch mit Tastatur. Warum? Ich weiß es nicht. Oh. Warte, kann ich. Muss ich noch irgendwas machen? Brauche ich Rechte von dir irgendwie? Vielleicht? Hä? Das? Wie hast du das gemacht? Weiß nicht, ich habe jetzt irgendwelche Tasten gehämmert und es scheint zu gehen. Okay. 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 Ja, wir kriegen ja noch ein bisschen Tutorial hier. Ah ja, gut. Auf diesem Schild scheint etwas geschrieben zu stehen. Shinobu ist mit ihrer Anti-Dämonen-Maschinenpistole auf offensiven Fernkampf. Ich liebe es, wie das, spezialisiert. Sie kann auch im Sprung schießen und so weit entfernte Ziele treffen. Anti-Dämonen-Maschinenpistole. Lade nach, sobald die Munition knapp wird. Das Nachladen kann durch bestimmte Aktionen unterbrochen werden, aber beachte, dass die Munition dann un... Love it. Also zweimal ducken lädt auf. Maya glänzt mit ihrem Origami. Ist das nicht was zu essen? Nee, was zum Falten? Kann beides sein. In wundervollem Nahkampf. Sorgfältiges Timing erlaubt bis zu 3 aufeinanderfolgende Attacken. Timing? Das ist Mashing. Also Timing ist... Nee. Das habe ich auch.
Was ich leider an Shinobu nicht so prickelnd finde, ich kann halt nur nach vorne schießen. Also nicht irgendwie nach oben oder so. Und wie ich gerade feststellen musste, ich habe auch nur begrenzte Range. Und ja, ich weiß, du als Nahkämpfer noch weniger. noch weniger Range. Offensichtlich spielt ihr im Koop-Modus. Na, das wissen wir noch nicht. In diesem Fall ist es günstig, sich an diese Worte zu erinnern, falls ihr mal in Schwierigkeiten geratet. Alter 4. Dämonenjäger haben die Fähigkeit, sich in Maskottchen zu verwandeln. Dadurch können sie sofort an die Seite ihres Partners springen. Ich habe mich gerade gewundert und habe gesehen, dass der Satz da tatsächlich beendet wurde. Was ist dein Maskottchen? Oh, eine Uzi, schön. Ich bin eine Uzi. Ich bin einfach nur eine Maske. Was ich hier auch sehr schön finde, ist, dass man halt einfach so ein kleines Totem bauen kann, wenn man aufeinander drauf springt. Hey ja. Und es halt auch keinen Einfluss hat, ob ich jetzt springe, nach links oder rechts laufe, das ist so egal. Das ist wirklich gut, das ist echt witzig. Oh. Mach ich nicht. Kleiner Spaß. Kleiner Spaß. Ich wüsste jetzt aber nicht. Nee, ich habe noch keine Idee. Doch, geht. Geht wunderbar. Okay, perfekt. Das wollte ich gar nicht. Achso, das ist die Sequenz. Okay. Ich wollte gerade sagen. Jedenfalls stimmt hier nicht. Eingang. Okay. Ist einer der Verbündeten in der Schlacht gefallen? Falls ja, solltest du nicht gleich die Hoffnung aufgeben. Gefallene Verbündete, so rum, können mit Geliebte. Herzdruck... Geliebte? Hast du das gerade gesagt? Geliebte Verbündete? Okay. Können mit Herzdruckmassage wiederbelebt werden. Die Gefahr eines Game Overs ist also äußerst gering, solange einer von euch am Leben ist. Also versucht zusammen zu bleiben. Y drücken schnell. Ja, weiß ich nicht. Es könnte ja sein, dass ich dieses Let's Play vielleicht einfach mal Bock habe zu übernehmen. Wie gesagt, könnte. Na, ja, weiß ich nicht. Okay. Was ist das? Wo kommst du denn her? Ach ja, der Stolz. Stolz plus 1000. Mein ganzer Stolz ist da. Oh mein Gott, warum? Das war clever. Ich habe dir vertraut. Mach das nicht. Was? Fehler Nummer 1. Mir vertrauen. Stolz. War das Stolz oder was hier? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Nee, Energie, du bist voll. Nee, ich habe mich halt nicht treffen lassen. Deswegen. Ich bin halt so gut. Stolz. Okay. Ja, du machst das schon. Check da. Yes. Was ich mich hier zwischendurch immer ein bisschen frage, ist, wann wird die Kamera getrackt? Also wer hat Vorrang von der Kamera? Weil ich hatte vorhin zwischendurch, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, dass ich... Ja, jetzt hast du. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Ich habe ein bisschen Angst. Aber was passiert, wenn ich noch weiter runter gehe? Wollen wir es ausprobieren? Ja. Oh, ich weiß gar nicht, hast du was verloren? Auf jeden Fall bist du wieder hier. Was okay ist, was halt dann zumindest nicht zum sofortigen Tod führt. Nee, ich verliere keine Energie dadurch. Ja, kann man machen. Oh, das ist gut. Ja. Gehen wir einfach hoch. Wir gehen hoch. Ja, würde ich sagen. Lesezeit. Falls du dich im Schloss verläufst, nutze einfach den Kompass. In bestimmten Räumen zeigt er in besondere Richtungen und führt vielleicht zu seltenen Gegenständen. Boss, seltene Gegenstände. Okay. Oh. Ich bin froh, dass der Kompass nicht so riesig ist. Wie macht man nochmal Kompass? Achso, rechter Stick anscheinend. Gerne. Ich treffe ihn nicht. Oh Gott. Huch, das war knapp. Das nehme ich mal. Ich wollte das. Lass das. Was ist das? Was ist das? Mach's kaputt! Was ist das? Ist da ein Pinguin drauf? Ich komme da nicht. Ich befürchte ja, aber keiner von uns ist einer. Kannst du mit deinem Origami einen Pinguin machen? Ich versuch's mal. Nee. Okay, dann. Pinguin! Kein Pinguin. Nee, dann gehen wir einfach. Gehen wir. War trotzdem nett hier. Ja, nach rechts. Ah! Mann, danke, Kompass. Woher hätte man das denn wissen sollen? So, was haben wir hier Schönes? Bestimmten feindlichen Attacken und Geschossen kann man durch Ducken ausweichen. Maya, die Kleine als Shinobu ist auch, ist... Maya, die Kleine als Shinobu ist... Ah, das ergibt Sinn. Kann auch geduckt gehen. Es gibt sogar Bereiche, die nur von ihr betreten werden können. Genau. Ich kann kriechen. Tja, dann nehme ich einfach den harten Weg oben. Und tschüss. Da
Dafür kriege ich das da. Los, beschütz mich. Beschütz mich, Leon. Ah, beschütz mich. Leon. Los, beschütz mich. Nee. Mist. Kann ich mich eigentlich jetzt auch ent... Nee. Ich kann mich gerade nicht zurück... Entmaskottchenieren? Ach, geh weg. Entmaschinengewehr. Drin. Bitte? Ja. Einfach ja. Okay. Okay, okay. Ist das Stolz drin oder Leben? Mach mich stolz. Mach mich Leben. Ich brauch kein Leben. Nimm mich mit. Nimm mich mit, bevor es verschwindet. Ja. Völlig egal. Hier war irgendwo ein Schatz. Wollen wir mal gucken, ob wir den Schatz kriegen. Ja. Ah, ah. Mach es doch kaputt. Ja. Kann ich nicht. Hab keine Okay. Gut. Also, ich glaube, wir müssen rechts rund. Und links. Aha, aha. 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 Gut, machst du das. Aha. Okay. Aha. Oh, wow. Aha. Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz? Toll. Wo ist der Schatz? Da hinten. Mist. Dann ist jetzt auch egal. Dann brauche ich keinen seltenen Schatz. Vielleicht gibt es einen Secret Passage oder sowas. Wollen wir nochmal zurückgehen? Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir nochmal gucken. Aber viel mehr Passages habe ich eigentlich gar nicht gesehen. Kann ich hier runter? Obwohl, jetzt zeigt der... Wieso mache ich das? Das war viel zu lang. So, was ist hier? Was ist mit dir, du blöder Vogel? Tu was! Gute Frage. Ist das nun ein Speicherpunkt? Ich gehe mal von aus, dass es vielleicht nur ein Checkpoint ist. Genau, Checkpoint. Ja. Für einen Schatz? Ja. Hä? Wo soll das sein? Hä? Was zum... Nee, jetzt wird's langsam blöd. Also irgendwas stimmt hier nicht, wenn wir das ganze Level nur zurücklaufen. Ich bin maximal verwirrt. Wir laufen doch wieder raus jetzt. Ja, wir wurden ja alleine. Wir wurden ja automatisch hier hochgezogen. Und wir kommen auch nicht mehr zurück. Doch, komm hier. Okay, okay, okay. Oh, nimm das Game. Nimm das. Think outside the box. Aber wie? Warte, kommen wir. Kommen wir an der Treppe vielleicht vorbei? Nee, ne? Hm. Hier vielleicht noch was kaputt machen? Ja, das suche ich auch gerade. Toll, jetzt wissen wir, wo ein Schatz ist und kommen nicht hin? Das aussieht wie eine super Powerbomb oder so, haben wir nicht? Oh shit. Nee. Meine Superpower schießt nur nach rechts oben. Mist. Ja, toll, okay. Dann wieder zurück. Dann ist es jetzt auch egal. Ja. Lauf! Unnötiger Bullshit. Ich liebe es. Ja. Dann ist es mir jetzt erstmal egal. Erstmal. Kann ich mir vielleicht vorstellen, dass es vielleicht sowas wie New Game Plus gibt oder sowas. Oder andere Fähigkeiten oder was auch immer. Ja, wir haben ja zum Beispiel dieses Origami-Pinguin da oben gefunden. Genau. Ob man da irgendwie... dann später nochmal zurückkommt. Dämlicher Vogel. Was mir hier auch aufgefallen ist, was dir wahrscheinlich auch aufgefallen ist, ist, dass die Gegner nicht respawnen. Stimmt. Das macht's ja voll gemütlich. Ich habe mich jetzt eigentlich auch auf so ein paar Damage-Boosts eingestellt. Oh, hier waren wir anscheinend noch nicht. Was ist da unten? Mal kurz gucken. Der Weg zum Schatz. Weiß ich nicht. Mal gucken. Nee. Ja, dann halt nicht. Nee, hier kann ich auch nichts machen. Ja, dann halt nicht. Egal. Wie soll man Secrets entdecken, wenn man die nicht kriegt? Das ist das Secret. Oh, brauchst du Energie? Ja. Gut. Ich finde es übrigens auch sehr fett, dass ich weniger habe als du. Ja, ne? Ich habe keine Reichweite, ich habe weniger Leben als du. Wenn es dich beruhigt, du scheinst stärker zu sein. Setzt du deine Subwaffen richtig ein? Ich finde das Wort Subwaffen im Deutschen komisch. Deine Subweapons
Sie sind äußerst nützliche Mittel im Kampf gegen besonders hartnäckige Dämonen. Shinobu kann Waffenpunkte einsetzen, um Messer in die Luft zu schleudern. Das hilft gegen fliegende Feinde. Maya kann mit Waffenpunkten ihren Shikigami herbeirufen. Dieser schützt vor feindlichen Attacken, kostet aber auch jede Menge Punkte. Durch die Zerstörung von Lampen erhaltet ihr besondere Tränke. Sammelt sie ein, um Waffenpunkte zu bekommen. Dankeschön, magische Zaubertafel. Geh mal hier. Hallo. Ist das ein richtiger Weg? Das sieht aus wie ein... Ich weiß gar nicht, ist das der Bossweg? Weiß ich nicht. Sind wir beim letzten Mal auch hier lang gegangen, ne? Gibt einen Weg jetzt herausfinden. Oh, jede Menge Stolz, jede Menge Stolz. Ah! Oh. Jede Menge Stolz. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, jede Menge. Oh Gott. Ich geh doch mal da rein. Hey! Was war das denn jetzt? Komplett unnötig. Aber wir haben jede Menge Stolz. Ja. Oh Gott. Du Fucker. Das war gut. Oh, ich muss nachladen. Ja, warte, ich hol den. Ah! Oh Gott. Alles gut, alles gut. Ja, klar. Ich tank das weg. Ich tank das weg. Kein Problem. Vertrau mir. Ja. Nee, da will ich noch nicht hin. Ich auch nicht. Irgendwas ja, scheint noch hier unten zu sein. Mist. Oh, verdammt. Da geht's zum Boss. Dann gehen wir doch oben lang. Yes. Ich brauch mehr Stolz. Du brauchst mehr Leben. Nein, nein, Stolz. Du würdest mich stolz machen, wenn du mehr Leben hättest. Oh mein Gott. Du musst mich einfach nur reviven. Aber du wirst nicht voll geheilt. Easy Clap. Das ist egal. Oh. Hilf mir. Hilf mir. Da weiß ich nicht. Hilf mir. Hilf mir. Nein, das kommt zurück. Nein, nicht da. Guck, und schon habe ich mehr Leben als vorher. Das ist gut. Ich versteck mich mehr. Ich hab keinen Bock auf so einen Feuersalamander. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Yeah. Voll gut. Voll gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Ja. Stolz. Ja, stolz. Ja, stolz. Wobei ich gerade nicht im Kopf habe, wofür braucht man das? Ja. Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, rechts oben ist unser Stolzmieter. Ach, das war für uns die Superattacke, oder? Die wir später nochmal kriegen. Glaube ja, ich. Ja, ich glaube. Ich bin mir jetzt sicher. Wir haben jetzt zumindest ein bisschen was. Oh, wir haben ein bisschen was abgekürzt. Einfach eine alternative Route genommen. Ja, ist die Frage. Nee, wir müssen nicht zurück. Ich glaube nicht. Nee. Wir lehnen jetzt hier gleich erstmal unsere Super. True. Oh, ding, ding, Double ding. Check mal. Leben. Okay. Du darfst. Okay. Weil du verschwendest dir auch direkt wieder. Ich wollte gucken, wie viel ich bekomme und dann habe ich nicht hingeguckt. Oh. Shoot, outside the screen. Musst du nachladen. Oh Gott. Hast du mir nicht gesagt, dass das Spiel so gruselig ist? Ich weiß nicht, gehört das zum Horror-Genre? Ja, ne? Ganz klar. Komplett. Ich glaube, ja. Hier ist nix. Hat sich gelohnt. Ja, hol mal die. Den Stolz. Oh, Stolz. Ich habe mir ehrlich gesagt schon immer ein Castlevania gewünscht, was man zu zweit spielen kann. Und ja, ich weiß, für die Wii gab es. Was war das? Castlevania. Wie hieß das nochmal? Adventure Returns oder so. Harmony of Despair, glaube ich. Das war dann eins, wo du halt eine riesengroße Map hattest und dann mit einem Timer und so. Das war okayisch, aber. Genau, es war halt einfach nur okayisch. Ja. Oh oh. Und das Einzige, was ich davon halt wirklich gespielt habe, war auch nur das DLC zu Castlevania 1. Um halt auf einem Screen. Hol ruhig. Okay. Halt ich kümmere mich. Auf einem Screen komplett Castlevania 1 zu spielen, das war schon ganz cool. Was war das für eine Strat jetzt? Die Feigling Strat. Oh Gott, die hat nicht funktioniert gerade. Tada! Mann. Mach das doch gleich, Maya. Ich hab doch gesagt, ich habe alles unter Kontrolle, aber du glaubst mir nicht. Ich glaube, hier kriegen wir unsere Super. Wie war das noch? Eine mächtige Dämonenjägertechnik lässt sich entfesseln, wenn das Bannometer aufgefüllt ist. Beachte, dass Bannometer aufgefüllt ein Wort ist.
Die Schwestern müssen dabei absolut synchron vorgehen. Und obwohl es den gesamten Vorrat leeren wird, vernichtet es auch alle Dämonen in der Nähe. Zusammen Y. Also müssen wir... ach, da ist unser Banometer aufgefüllt. Ja. Y! Okay. Y! Banometer aufgefüllt. Du kannst nicht einfach random Y schreien und dann hoffen, dass ich dementsprechend reagiere. Y! Jetzt geht's nicht. Ja. Ich will nochmal kurz... Ja, unser Banometer aufgefüllt ist ja auch leer, ne? Ja. Achso, warte. Yeah! Oh mein Gott. Wir sind so gut. Komplett. Medusa-Köpfe. Medusa-Heads einfach. Ach du heilige Scheiße. Nein. Sicher? Ziemlich. Soll ich da mal reinjumpen einfach? Willst du? Er ist stolz, ich will den mitnehmen. Ja, Damage Booste! Oh, ich kann nicht dahin schießen. Oder komm zurück, komm zurück, Selecte! Was ist das? Ah, leb mich wieder. Ja, leb dich wieder. Los, hol mich wieder. Tschüss. Ich wollte mich zurückporten, aber es ging nicht. Ich hol dich da nicht, wie kann ich dich denn da... Oh, warte mal. Vielleicht bei den Vögeln da. Ja, genau, da wollte ich hin. Hier, komm zurück. Oh, ich kann Start drücken, Entschuldigung. Das ist gut. Oh no. Ich komme jetzt auch nicht mehr hoch, ne? Nee, das ist okay. Oh, das war clever. Oh nein! Okay. Oh. Fürs Team. Für den Stolz. Oh nein. Für den Stolz. Wir brauchen den Stolz auch nicht, weil du bist tot. Doch, der Stolz ist super. Spielhandbuch. Ja, ich muss die Anleitung lesen. Da steht nix. Los, weiter. Oh Gott, nein. Oh. Du schaffst das. Oh, was ist da? Pfui, Spinne. Lauf um dein Leben. Der erste Boss aus Maui Mala. Ja! Komplette Flashbacks gerade einfach. Oh Gott. Also oh, ich bin so schwach. Muss es doch eine Möglichkeit geben? Guck mal, wir haben doch da rechts oben so One-Ups. 4 Stück. Darf ich die dann nicht einfach mal wasten? Selecten. Start will ich jetzt ungern drücken. Ah! Und links, rechts. B-A. Nee. ABBA? Nein. Ich habe alles unter Kontrolle. Boah, ich kann die Kleinen auch nicht töten. Oh mein Gott, das Ding kommt. Nee, die Kleinen kannst du nicht töten. Das ist halt jetzt auch so eine Sache, die habe ich nicht bedacht. Was passiert, wenn ich dann nee, ich auch nicht. Werde. Das war... Oh Gott! Oh Gott, lauf. Könnte aber sein, dass wenn du jetzt stirbst, ich dann wieder da bin. Ja. Halt bei dem nächsten Checkpoint oder beim letzten Checkpoint wieder da. Die Genugtuung gebe ich dem Boss gerade noch nicht. Nee. Oh Gott. Oh, Hilfe! Jetzt stirb endlich! Oh, du machst halt wirklich gar keinen Schaden, ne? Ich bin froh, dass ich die Flammen wenigstens mit einem Treffer kaputt mache. Haha! So! Guck mal, wie viel Stolz da liegt. Yes. Und der killt mich jetzt. Das ist klar, ne? Ich bin so braut. Ja, ja, von hinten. Oh Gott. Dreh dich um. Hau ab. Komm, ich hau ab. Du haust ab. Oh clever. Oh Gott. Ich war's nicht. Das ist das schwerste Spiel der Welt gerade. Yeah. Oh. Und jetzt in die Grube rein. Was ist das da oben? Achso, ist dann wahrscheinlich für unser Banometer aufgefüllt. Ich hätt's gerne. Oh! Guck mal, Leben. Es geht weiter. Los, wir holen uns das Ding. Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Los. Los, hoch. Okay. Und hopp. Max Leben erhöht. Oh. Wiederholungszähler um 1 erhöht. Danke. Möchtest du es haben? Okay, weiter geht's. Oh, guck mal, Leben. Juhu. Rest war, glaube ich, auch drin. Yep. Ja. Okay. Okay. Dann gehen wir einfach weiter.
Gar kein Stress. Easy Clap. Absolut. Easy Clap. Schön, dass du wieder da bist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ein großartiger Fan davon bin, dass wir so einen Schatten hinter uns herziehen, wenn wir laufen. Wir ziehen Schatten hinter uns her? Ja, diese Wischspur oder was auch immer. So. Da kommt was, Maya. Mach dich bereit. Keine Sorge, ich bin konzentriert. Ja, hab ich gesehen. Ich bin sehr stolz auf dich. Halt doch die Klappe. Oh, Fledermäuse. Eine große Fledermaus. Ich bin mir nicht sicher, was mir lieber werden. Viele kleine oder eine große? Wow. Ich weiß es auch nicht. Schlagen wir tut. Oh, ich treffe dich. Ich komm nicht ran. Oh, ja. Das ist clever. Nein, hör auf. Nein. Dann komm ich doch auch ran. Oh. Ja. Ah. Sehr gut, dodge. Warum? Dodge. Du musst dodgen. Ach so. Ah. Ja, das war gut. Wieso dodge ich nicht? Ah. Ja, du blödes Ding. Ja, oh. Ja, ja. Oh, das sieht gut aus. Wir sind gleich beide Friss tot. Mich. Friss mich doch. Hilfe. Hilfe. Ah. Du bist offscreen. Wie soll ich das sagen? Dankeschön. Das war rum zu albern. Los geht's. Du musst jetzt dodgen. Hier wird nicht gedodged. Einfach rein. Hier wird nicht gedodged. Hier wird nicht gedodged. Ich weiß gar nicht, wie das geschrieben wird. K-U-P-I. Oh Gott. Ah, Hilfe! Hilfe! Au, au, au! Es. Oh. Oh, danke. Ich war mir überlegen, ob ich dich da jetzt hole oder nicht. Vielen Dank, dass du schnell genug überlegt hast. Yes. Im Namen des Wohles. Oh yeah. The fuck. Oh, hallo. Wenn das mal nicht die dummen Schwestern sind, ist verdammt lange her. Corona! Muhahaha! Habt ihr Spaß? Es ging nicht anders. Habt ihr Spaß an meinem neuesten Streich, ja? Ich hab schon geahnt, dass das hier dein Einfall war. Corona, diesmal bist du aber schon ein bisschen zu weit gegangen. Oh, halt die Klappe! Ich muss das ja wiederholen, weil ihr zwei mir immer höllisch zusetzt. Oh, gehen jetzt in die gleiche Klasse? Auf dieselbe Schule? Ist das jetzt eigentlich unsere Schule? Also, naja, mein Beileid, I guess. Darum habe ich mir wunderbarste Erwiderung des Jahrhunderts ausgedacht. Den Streich aller Streiche. Du hast versucht, uns umzubringen. Das ist ein guter Streich. Ich habe die Dimensionen der Schule mit dem Dämonenreich verschmolzen und mein eigenes Schloss erschaffen. Hä? Was kannst du? Ihr werdet überrascht. Ihr werdet überrascht, was alles möglich ist, wenn man absolute Macht erlangt. Egal. Ich hoffe, ihr habt verdammt viel Spaß dabei, die Geheimnisse des Schlosses zu ergründen. Ich erwarte euch im obersten Stockwerk. Jetzt warte, Corona. Chill mal kurz. Chill mal kurz. Chill mal kurz, Corona. Nö. Toodles. Digga, die ist weg. Verdammte Scheiße. Sie ist komplett durchimprovisiert. Sie sagte was von absoluter Macht. Und eine Dimensionsverschmelzung sollte ihre Mächte weit übersteigen. Tatsächlich sollte kein Dämon das können. Verdammte Scheiße. So. Ich glaube, das kann ich immer einfügen. So oder so bleibt uns wenig anderes übrig, als ins oberste Stockwerk zu kommen. Okay. Nö. Nö? Aber der Fahrstuhl ist rechts. Also ja. Es wird bestimmt einen Fahrstuhl geben. Ja, ja. Ja. Ja, ich gehe nach Hause. Aber... Gar keinen Bock mehr. Ruf mich an, wenn du kriechen kannst. Waren wir da oben eigentlich? Nee.
Los. Mal, voll. Steig auf mich drauf. Alles klar. Sehr gut. Nimm die Maske ab, komm jetzt. Okay. Wir probieren es nochmal. Oh. Oh, das ist gut. Das ist gut. Wie auch immer. Mit Absicht ein bisschen reingeschossen. Oh, da fuck. Ein Hilferuf. Jungfall Nord? Nee, rechts oben. Wo? Hier. Wo? Wo soll's hin? Wo soll's hin? Hier rein. Ist doch gar nichts. Gehen wir. Okay. Ich hole mal den Stolz darunter. Oh. Du, das riecht überhaupt nicht nach einer Falle. Hallo. Bin ich jetzt sicher oder bist du jetzt sicher? Ich bin mir nicht sicher. Sicher? Nein. Kein Stück sicher. Ja, und jetzt? Echt? Willst du nicht das alles? Naja, dafür ist unser Manometer aufgefüllt. Ja. Toll. Ich weiß nicht, ob unser Manometer aufgefüllt vorher schon aufgefüllt war. Das war schon vorher aufgefüllt. Unser... Oh! Nein, Maya, nein! Aber das Rot muss doch irgendwas bedeuten. Ja, stimmt. Ich kam nicht weit genug zurück, das war doof. Erinnerst du dich an Bloodstained, Ritual of the Night? Man kriegt später eine Rüstung, dass man über Stacheln laufen kann, ohne Damage zu kriegen. Vielleicht. Das hier ist nicht Bloodstained. Ich weiß. Okay. Dann verzichten wir erstmal. Müssen. Gut, gehen wir. Ja, aber erstmal. Erstmal verzichten. Why? Okay.